Bin mir nicht so ganz sicher. Wo ich lang muss. Das macht's nicht besser. Oh Gott, das macht alles nicht besser gerade hier. Ganz ehrlich, das klingt, als wäre der direkt hier auf der anderen Seite der Tür und kommt hier gleich rein. Ja, begeistert. Ich bin sowas von begeistert. Schweine, ey. Das ist die örtliche Karte. Aha. Anyone there? Not the mood to talk to robots. No offense. Aber es ist jemand da, auf jeden Fall. Okay, das ist gut zu wissen. Okay. Der ist da vorne, oder? Ich glaube, der ist da vorne. Ah, okay. Ich habe zumindest eine Idee. Wo ich bin. Hier ist er. Jo. Da ist er. Super. Das ist insofern super, weil ich vermute, dass wir da hinten durch die Tür durch müssen, wo er direkt daneben steht. Wow. Ich sag mir nicht, das sind zwei. Hier müssen wir durchwetten. Das heißt, er kommt hier lang. Von wo kommt er? Kommt er jetzt von rechts wieder? Ja, kommt er. Okay, dann schleiche ich jetzt wieder hier lang. In der Hoffnung, dass die Tür vielleicht schon auf ist. Ja, die Tür ist auf, okay.
einfach schnell weiter hier. So, und ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt sicher sind. Ich glaube nämlich nicht, dass dieses Ding Leitern klettern kann. What the fuck? Leute, habt ihr das... Das ist eine blöde Frage. Natürlich habt ihr das Ding gesehen. Ihr habt das gleiche gesehen wie ich, aber... Oh Gott. Da will ich auf jeden Fall nicht wieder raus. Da will ich nicht wieder raus. Da bleibe ich lieber hier bei dem Ding. Das finde ich wesentlich kontrollierbar. Nein, ich will nicht wieder runter. Ich will nicht wieder runter zu dem Ding. Was macht denn der Knopf hier? Macht die Tür zu, okay. Na toll. Kein Weg zurück. Läuft, ne? Oh, und überall Licht. Überall das Licht. Das ist nicht gut. Ross? Ich mache auf jeden Fall erstmal wieder zu. So, okay, wo sind wir denn hier? Und was haben wir hier so? Nahrungsmittel. Aho Agua, Kaffee, Dörrfleisch, Saft, Miso, Nori, Nutrasub, Milchpulver, Shake-Mahlzeiten, Tee. Getrockneter Tintenfisch, Kleinschiffe, Reparaturmasse intravenös. I. Ross stand vor der Infirmary, also will er wahrscheinlich, dass wir da reingehen. So, aber ich... Ja, vom Dispatch kommen wir, ne? Nein, aus der Work Area kommen wir. Okay. Fangen wir mal an mit Dispatch. Hallo? Übertragung. Y offline, Theta offline, Lambda offline, Delta offline, Omikron offline, Phi offline, Omega und Lissabon und Cardiff sind nicht verfügbar. Na wunderbar, Comlogs. Okay, mit Omikron und Phi haben sie sich unterhalten. Wir öffnen mal die Krankenstation und die Kabine von Ross. Die Kabine von Ross hat ein Passwort, okay. Dann später. Die Tunnelöffnung ist instabil. Vieh. Startplatz, okay. Einsatzleitstelle, okay. Assembler, okay. Standort vollständig betriebsbereit. Das ist schon mal sehr gut. Und Omega. Flexibles Geschützrohr, 7290 Meter. Das ist heftig. Nutzlast 10 Tonnen. Maximale Geschwindigkeit 42.000. Kilometer pro Stunde. So, also wir haben die Krankenstation geöffnet, aber wir haben das Passwort für Ross Quartier noch nicht. Da müssen wir dann definitiv auch noch hingucken. Was war das?
bin insgesamt ein bisschen nervös, was solche Sachen angeht, aber eigentlich dürfte hier gerade nichts passieren. Ich bin ein Idiot. Warte auf Fracht. Okay. Wir könnten mit dem Omnitool schwenken, aber ich will mich hier erst überall in aller Ruhe umsehen, bevor ich sowas mache. Ich weiß nicht wieso, aber im Moment fühle ich mich wieder relativ sicher. So, okay. Frachtraum. Ja, das Wow wieder gewütet. Oder die Wow. Was ist das, ne? Die Wow. Nicht das Wow. So. Wie kriegen wir die Tür auf? Wir haben ja keinen Code dafür. Oh, was ist das hier? Please reboot the workstation. Aha. Was ist denn hier passiert? Ich würde sagen, die beiden haben es hinter sich. Die sind vom Wow erwischt worden. Definitiv. Can we do anything for him? No. We're out of sedatives. If we had a gun, this would be the time to pull it out. Not expected to end like this. Should have jumped the climber back to Omicron. Without the Ark? Forget about the Ark. No, you don't get to say that. It's the only thing left of value. You know that. Yeah. Promise you won't leave it behind. Well, I'll be dead one day. Then what? Well, better keep it safe until then. Don't want the Wow to take it, swallow it whole. I'm sorry, Catherine. It's okay, Ian. Just let it out. Let it all out. Okay. Jetzt will ich wissen, was genau hier vorgefallen ist. Bei dir. Auf jeden Fall wieder Systemstörung durch das Wow. Warum kann ich mit Iwaschke nicht sprechen? Says we could try again when things calm down. You gotta do it, you know. You got to. Okay, daraus darf ich jetzt auf jeden Fall schon mal schließen, dass sie die Arche nicht gestartet haben, ja? Catherine. Aha.
So, was haben wir im Badezimmer? Ich suche immer noch den Code für das Büro von Ross. Was ist das hier? Der Mainframe, okay. Achso, ich wollte mal was ausprobieren. Warte mal. Wo war denn das? Jaha. Ja, das haben wir schon gedacht. Das habe ich mir schon gedacht. Post-Impact-Notizen. 12. Januar. Kleinere Strukturschäden. Funkverbindung verloren. 17. Januar. Kommunikation wiederhergestellt. Omikron und der Rest von Pathos 2 sind in Ordnung. 3. April. Funkverkehr im gesamten Standort zusammengebrochen. Luma-Sonde verliert immer wieder die Verbindung. Dringende Reparatur erforderlich. Bis der Link funktioniert, kann Tau die Aufzugsplattform nicht einholen. 11. April. Besuch von SSI Volcek, Dahl und Holland. Einführung eines Systems zweiwöchentlicher Kontrollen bis zur 100%igen Wiederherstellung der Kommunikation. Luma. 13. September. Evakuierung von Tau angeordnet. Wir brechen alle nach Omikron auf. 15. September. Sind von Monstern umgeben und ohne Funk. Wir sind im Arsch. So, irgendjemand will, dass wir auf jeden Fall in das Büro von Ross gehen. Deswegen gehe ich da als letztes hin und gucke mir erstmal die Krankenstation an. Hallo. You. You're different. Can I help you with anything? Was ist hier los? Are you human? Sarah Lindwall. Payload technician at your service. A rare sight, am I right? I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here. Most of them are up on the plateau. You mean at Omicron? Yeah. There's no one alive at Omicron. You've been there? I've been all over. The power plant at Upsilon. The ruins of Lambda. The abandoned Delta, Theta. You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos 2. And I'm the only living person you've met. You mean I'm the last living human on the planet? I'm sorry. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed out? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the gun at Phi. Launch it into space. That was the plan, all right. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. Just couldn't bring myself to let go. Tell you the truth, I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Thank you. Get you anything? Do anything for you? You could kill me. Good one. You serious about me killing you? No, I'd love to hang around here until I dry up to the size of a raisin. Simon, this fucking sucks. I don't want to live like this. Shouldn't we be doing something to keep you alive? Why? You're the last human. I just find it disrespectful to our entire history not to fight this. Sure, we have the Ark, but you're the real deal. Thanks.
That's probably the best compliment I've ever got. But the truth is that the Ark is all we have. We'll have to accept second best, you know? None of this feels right. Son, I want to die. Sarah. Just think about it. Don't let me down. Oh, man. If I knew you'd come, I would clean this place up a little bit. Aber wenn es ihr Wunsch ist, und es ist auch relativ absehbar, dass es mit ihr zu Ende geht. I'm glad you came by. Good to get this over with. Lindwall. Sarah Lindwall. It won't be long now. Just please just stay. Letzter Mensch der Erde. What a crazy thing this was. Life. At least I won't have to turn 30. Hooray. Wish I could have died at home with my friends. Have you ever been to Greenland? It's very beautiful. Well, at least when you get out of the city. Nanoq is busy, and yes, there's like 12 million people trying to get around, but it's a great place. Or rather, it was a great place before the comet ended it all. You know what? I prefer it this way. I liked Paphos. Liked my colleagues, Ian, Nick, Jasper, even Catherine. People thought she was weird because she was quiet, but she was cool. Simon, you still there? I'm here, Sarah. Don't let him die, okay? Send them out there to the stars.